Letzte Woche hat mir ein Leser geschrieben und gesagt, er hat angefangen zu investieren und überlegt sich, in Kudelski oder Temenos zu investieren. Und hat mir gesagt, die Ränge bei Kudelski sind gut, mit 75 kombinierter Rang, und die Ränge bei Temenos sind schlecht, ein kombinierter Rang von 1. Und dann hat er mich auf die Finanz und Wirtschaft hingewiesen und gesagt, in der Finanz und Wirtschaft steht genau das Gegenteil. Dort sagt man, man soll nicht Kudelski kaufen, die gute Obermatt-Ränge hat, sondern Temenos. Temenos sei viel besser. Und wenn man das genau anschaut, was die Finanz und Wirtschaft über das Unternehmen geschrieben hat, dann sieht man zum Beispiel bei Temenos, Zahlenkranz stimmt für 2017 zuversichtlich. Und bei Kudelski liest man in der Finanz und Wirtschaft, verhaltener Ausblick Betriebsgewinn für 2017 deutlich tiefer. Also genau das Gegenteil. Finanz und Wirtschaft empfiehlt Temenos und nicht Kudelski, und Obermatt empfiehlt Kudelski und nicht Temenos aufgrund der Obermatt-Ränge. Das Erste, was ich in einer solchen Situation mache, ich überprüfe die Zahlen von Obermatt bei Reuters. Ich gehe zu Reuters, schaue das Unternehmen an und dort sehe ich auch immer, wie gut die Peers, also die Vergleichsunternehmen sind, und kann beurteilen, ob wir bei Obermatt in der richtigen Gegend sind mit unseren Obermatt-Rängen. Obermatt ist viel genauer als Reuters, aber bei Reuters kann man prüfen, ob die Obermatt-Ränge grundsätzlich falsch oder richtig sind. Und das Resultat war, sowohl bei Kudelski als auch bei Temenos stimmen die Ränge mit Reuters überein. Nun, das ist nicht das Problem. Die beiden Analysen unterscheiden sich grundsätzlich. Obermatt schaut nur auf die Finanzfakten. Obermatt verwendet einen Algorithmus ohne subjektive Meinungen, um die Analyse zu tun. Und die Finanz und Wirtschaft macht das, was sie sehr gut ist drin. Sie analysiert die Zukunft und beurteilt, wie das Unternehmen in der Zukunft wohl aussehen könnte. Und sie kommen zum Schluss, Temenos hat eine bessere Zukunft als Kudelski, etwas, das Obermatt gar nicht analysiert. Wem soll man nun glauben? Obermatt oder Finanz und Wirtschaft? Ich denke, man kann beiden glauben, beide haben recht, und man muss sich überlegen, sind die positiven Aussichten der Finanz und Wirtschaft gerechtfertigt oder sind vielleicht die Finanzfakten von Obermatt wichtiger für die persönliche Entscheidung? Aber grundsätzlich können sich solche Analysen komplett voneinander unterscheiden. Es ist also nicht falsch, sondern Sie müssen entscheiden, wie Sie die Zukunft sehen, und Sie können für das die Finanz und Wirtschaft brauchen, die NZZ und auch andere Quellen. Bei Obermatt finden Sie nur die Finanzfakten der Vergangenheit. Ein wichtiger Unterschied. Viel Erfolg beim selber Investieren.